Hallo Freunde des YouTube Sports, willkommen hier. So, immer dritte Runde versucht, vielleicht klappt es ja jetzt mit dem Aufnehmen. Irgendwie bleibt meine Kamera mal irgendwie hängen und dann war es das. Also muss ich die Aufnahme jetzt schon zweite Mal wegschmeißen. Sonst wären wir jetzt vielleicht schon fast fertig mit zwei Aufnahmen für diese Woche. Ja, auch. Der liebe Holy darf mich natürlich begleiten. Holy, Servus, grüß dich. Schön, dass du dabei Grüß bist. dich, Servus. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Und für den kleinen Virus sage ich mal in seiner Aufnahme: Facecam muss nicht unbedingt sein. Wenn ihr das anders Edge. seht, schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Sagt er ja, Facecam oder nein, Facecam? Werden sie eh nicht. Nee, werden sie nicht. Nee. Die sagen dann nur, geile Folge, schön, hat Spaß gemacht. Jo, sowas mit ihr, alles klar, gut. Ja. Naja, man darf heutzutage auch nicht mehr viel zu erwarten. Viel zu erwarten. Was ein Deutsch. Erwarten von Leuten in YouTube. Der Markt wird ja überschwemmt. Das ist ja schon irgendwo. Man weiß gar nicht mehr, was man alles machen soll. Und die meiste Jugend heutzutage wird ja nur noch ferngesteuert durch den ganzen Elektrozeugs. Wenn man irgendwo sitzt, Alter, jeder hat ein Handy oder ein Tablet in der Hand, weißt du. Und keiner spricht mehr großartig mit einem, sondern wird nur noch geschrieben. Und ich denke, wo ist denn meine Kindheit hin, Alter? Das war das Geilste ever. Es kann aber auch sein, dass wir schon zu viele Dead by Daylight Let's Playen. Alles Oh. klar. Ja, gib du mit deiner Kettensäge an. Ach Mist, hier in der Hütte ist ja gar nichts. Willst mich verarschen? Ach nö, jetzt hat er mich gleich. Habe gesehen, wie er da. Wir sind doch mit drei Leuten, also irgendein Idiot ist rausgeflogen. Ja, die Kartoffel, die Kartoffel. Prestige-Killer. Hör doch auf, Alter, du musst mich doch natzen, ey. Auch er hat diese komische karierte Strohhut auf, hat. Ja, es muss ja nicht unbedingt sein, dass es Prestige-Killer ist, ne, mein lieber Holy. Es ist ja nur ein DLC. Ja, oder DLC-Killer, whatever. Nein, nein, die Klamotten ist entweder ein DLC oder gehört mit zum Killer dazu, wenn er hinterher mal einmal über Level 50 ist oder so. Für die Survivor gibt es ja auch dieses 80er oder 90er DLC-Pack für 3 Euro. Scheiße, eine Radarkarte. Ja, dann lockst du den zu dem. Ach, leck mich, verpiss dich, du verfickte Vogelscheuche. Alter, was ist das denn hier? Das lackt ja nur noch. Denkst du wohl, dass du mir hinterherjagen kannst? Komm ja nicht weg, holy verdammte Scheiße. Jo. Opa, der rennt aber auch. Mann, ey! Der hinkt immer, die dumme Sau, ey! Der bringt mich um! Nee, doch nicht! Der bringt mich doch um! Nein! Boah, jetzt bin ich ja Level 18. Hat heute hat sofort viel der hat, getötet. Der hat diesen Ultimate Perk drin. Das ist schön. Herrlich, herrlich. Oh, bei den Perks wundert mich das nicht.
Ich glaube, ich bin der Nächste. Nee, der ist bei dieser P. Ach, bei der Abkürzung, ja, da. Der Name, der keinen Sinn gibt. Ja, du wolltest dich da verstecken. Was bist du doof, ey? Ah, jetzt haut sie die Palette noch nicht mal um. Jawohl, und? Ich bräuchte echt die Klappe. Hä? Ich bräuchte echt die Luke. Ach so, ja. Ja, bei so einem Killer mit diesem Perk, ja, wer will die dann nicht haben? Wir sitzen bei dem großen Haus. Wo ich gerade war, wo ich gestorben bin. Da ist sie jetzt auch. Ah, ich sehe dich da hinten herlaufen. Er bringt sie jetzt auch um. Wo ist diese verdammte Klappe? So, wo geht er jetzt raus? Ich glaube nach hinten, meine ich. Geh ja, hoch, zu guck. Mir. Scheiße. Versteck dich doch mal. Und du rennst zu viel. Hey, guck dich mal um. Du weißt ja gar nicht, wo er lang soll. Oh Mann, ey. Das war mal eine kurze Folge. Also. Ja, also so kurz hatten wir es bis jetzt, glaube ich, nur einmal gehabt, meine ich. Jo. Wie ich sowas hasse, ey. Ich höre nicht die Luke. Ich auch nicht. Irgendwo mittig sein wahrscheinlich. Im Haus, da war sie auch schon bei dem Großen. Da ist die Kiste. Naja, ist ein Glück auf Medikit. Taschenlampe. Ja, egal, Punkt ist Punkt. Schon gib mir diese ja. Fucking Luke. Die haben sie wieder gut versteckt, ey. Oh, der ist bei mir auch in der Nähe. Läuft wahrscheinlich genau in entgegengesetzte Richtung und eben genau in die Arme. Ich glaube, der war hinter dir. Jetzt kannst du weiterlaufen. Guck dir da vorne beim Stein mal. Nicht rennen! Lass das. Der ist schon hinter mir. Ja, ja. Hat's schon gehört. Der war hinter dir. Lauf zurück, da war noch die Palette. Ach, zu spät. Du bist an der Palette vorbeigelaufen. Der kommt leider so hart. Ich bring mich auch um, Junge. Der bringt die jetzt zu Luca, Alter. Dann rast ich aus, ey. Dreh mal die Kamera. Hier ist ein Haken. Ah, nee. Ist das ein langweiliger Killer, ey. Der gönnt einem aber nichts. Egal, Hauptsache umbringen, dafür ist der Killer da bei Dead by Daylight. Man muss sich auch mal nicht gucken. Da hat man mal Glück und mal nicht. In der ersten Aufnahme zum Beispiel hatte ich das Glück, da hat er mich zur Luke gebracht. Der Stock war das, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht. Guck mal, ich habe die meisten Punkte von allen. Raff ich nicht, Alter. Das ist unmöglich, ey. Naja. Okay. Schön. So, not die Holy, magst du jetzt wieder einladen oder soll ich wieder einladen? Ich lade schon ein. Okay. GG am Arsch, würde ich mal behaupten. GG für Lachen. So, jetzt machen wir alle auf Holy seine Einladung. Jawohl.
Ja, das war mal eine erbärmliche Runde. Eieiei. Großartig keine Chance gehabt. Ich konnte noch ein bisschen vorher weglaufen, aber dann war dann immer am Schluss, wo ich gemerkt habe, okay, scheiße, der ist gar nicht so doof, weil er die Paletten nicht kaputt gehauen, beziehungsweise kaputt getreten hat, die ich vorhin runtergehauen habe, sondern ist drumherum gelaufen. Wusste ich schon, alles klar. Das kann noch ein bisschen dauern, weil in dem Punkt ist es ja auch logisch, hätte ich die Paletten wahrscheinlich auch nicht umgehauen, sondern auch drumherum gelaufen, weil die kosten einfach Zeit. 3 Sekunden mindestens. So, machen wir bereit, dann können wir gleich los. Dante! Holy und super Tonic, ja. Ein Tonic hätte ich jetzt auch ganz gerne. Schmeckt bestimmt ganz schlecht, ganz gut, ganz geil, wie auch immer. Ah. Auf jeden Fall mussten wir jetzt mal nicht lange warten. Das hat schon mal was. Ja, neue Runde, neues Glück. Oh, jetzt sind wir wieder irgendwelche Sachen spielen. Was auch immer das alles bedeuten soll. Da gibt es so viel Symbol und so viele Dings, aber ich habe mir noch lange nicht alles gemerkt, was wofür steht, weil ich glaube, ich gebe es auch auf, weil ich... Daniel Beutel, wo du gesehen hast, der erhöht das Glück. Ja, mit der Flasche war auch irgendwie was, die hatte ich auch schon ein paar Mal drin. Ich weiß nur, ja, wenn die Auge halb zu ist, dann ist höhere Nebel. Wisst ihr Bescheid? Holy kennt sich aus. Ja, wir müssen euch unterhalten, Holy, sag da mal was, ein Sprung aus deiner Jugend oder so. Ja, was sollen wir uns denn großartig unterhalten? Okay, alles klar. Wir sind schon im Spiel drin. Ja. Ich bin diesmal mal vorm Hügel, nicht auf dem Hügel, Gott sei Dank. Ich bin bei dieser Heumaschine da. Ja, wie ich mein Glück kenne, ist der Killer gleich wieder in der Nähe. Nein, ich habe jetzt La Vista. Es ist der Kettenarsch. Ja. Weiß Bescheid. Ja. Ja. Der kam aber genau in meine Richtung. Gut, dass da ein Spind war. Oh, der hat da so einen Dante erwischt. Na, gucke da. Ja, da hat der Dante wohl sich irgendwie aufmerksam gemacht. Sag mal so, der Killer hat jetzt einen Haken weniger. Und auch wieder in den Keller. Der Keller ist aber auch so. Ja, er kämpft. Wenn hier am Schreien ist, dann kämpft er. Das ist einfach bei ihr. Ich lasse kämpfende Killer. Ich weiß, was die Leute im Gehirn haben, dass sie immer kämpfen müssen. So, mein Generator ist fertig, Mädels. Ich werde dir auf jeden Fall nicht helfen. Ja, ja, siehst du, er kämpft. Da ist es so ein Arschloch. Um Gottverdammtes. Holy, wie sieht's aus, Generator? Wird gerade schon geholfen, ja. Alles klar. Holy Zippe, hey. Oh, jetzt verpiss dich halt. Ach, die hat die ganze Zeit knallen lassen. Knallen lassen ist immer gefährlich. Ach scheiße, das hab ich auch gedacht. Komm ran! Old Man.
Ja, klar, und mich nimmt er, das der Penner, ey. WTF? Oh, scheinbar ist er auch genau in seine Richtung gelaufen. Oh nein! Ach, Mann. Er weiß, weil der eh am Kämpfen ist und weißt du was? Scheiß drauf. Warte, lass mich jetzt den Generator verhindern. Das ist so arschlos dann, ey. Kommt da mal eben in die Richtung und dann haut er wieder ab, ist direkt wieder vor dir. Mann, ich bin das direkt hier am Hügel bei dir, aber ich kann dir leider nicht helfen, Alter. Da kommt diese dumme Nutte auf den Hügel rauf, um mich von dem Killer abzulenken. Ich brech ab, ey. Diese scheiß Players, jawohl! Zu mir kommen ausgerechnet, immer, bei dir hackt's wohl. Nee. Auf jeden Fall, Holy lässt sich natürlich nicht nehmen, den Killer mal schön Report zu schreiben. Mach ich gerade. Ja? Sag ich doch, auf Holy ist verlassen. Gar nicht so weit weg von mir. Oh Mann, ey. Okay, den Generator mache ich nicht weiter, weil die versucht sich zu befreien. Das ist ein Vibe, was er spielt. Ich bin gerade auf den Killer seinem Steam-Profil. Okay. Ich mal ins Feld, weil der kämpft da die gerade die ganze Ecke ab, weil er denkt, dass ich da noch irgendwo bin. Luke und Schuss! Ja! Yeah! Alter, was ist das da, Alter? Wow! Geil! Alter Verwalter, ich hörte nur. Also die Luke ist hier schnell hin, Alter. Boah, da war knapp, ey. Wow! Würde ich dir, ich hätte jetzt so gern was geschrieben, ey. Ja, aber Horst, Verbindung getrennt, voll der Horst, ey. Voll der Horst. Ich meine auf ihren Steam-Profil. Naja, auch die hatte nur einen Perk, oder was hat's denn drinne? Du erholst dich schneller von Fehlangriffen, die mit einer Hauptwaffe ausgeführt wurden. Der Cooler von. Ja. Interessant. Hatte wenig Perks drinne, aber. Hauptsache abcampen. Ja, also das ist dann halt feige. So, ja, für diese Aufnahme würde ich Holy recht herzlich danke. Hat wieder mal Spaß gemacht. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann seid auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Das war euer Holy Diver. Cheerio, Freunde. Das, was der Holy jetzt sagt. Und euer Virus Visions. Ich bedanke mich selber mal. Danke, bis zum nächsten Mal und ciao mit V.